So, willkommen in Thale. Ich werde erstmal dieses Mal zu mir nehmen und werde mal den nächsten Tanzplatz besuchen hier in Thale. Ich habe überlegt, ob ich mit dem Lift fahre, höchstwahrscheinlich. Und da werden wir mal sehen. Jungen, denk mal wieder in Anaconda, Thale. Und will jetzt zum Hexentanzplatz fahren. Eine ehemalige Kultstätte, die dazu genutzt wurde in dieser Hexenverbrennungszeit. So wird es gesagt. Später wurde das durch fränkische Einwanderer, also die Franken haben das Land hier erobert und da haben die Soldaten da abgestellt. Und da oben sah man auf einem Hexentanzplatz noch eine alte Wehrmauer sehen von den ersten Befestigungen vom Hexentanzplatz. Aber eine schöne Aussicht. Ich erwarte Lavra. Leer. Ja, hier so vor mir, das ist das Bodetal. Rechte Hand, das ist die Rosttrappe. Linke Hand, da ist in die Richtung denn dieser Hexentanzplatz. Da unten sieht man noch einen Wanderweg. Da kann man rechts die Brücke rüber und dann das Bodetal geht ungefähr 7 Kilometer, ist nur zu empfehlen. Ist ein schöner Wanderweg, gerade bei diesem Wetter, weil es ist schön warm im September. Und ich habe den schon gemacht, vorher Jahr. Wunderbar, schön kühl und nicht schwer, aber angenehm. So, ein Blick auf Thale. Im Vordergrund, da kann man baden, wenn man mit Hexen getanzt hat. Ich wollte erst einen Hexenstieg hochlaufen, aber ich hatte heute keine Lust. Heute ist so mal Entspannungstag. Elbsandsteingebirge war geil. Da werde ich auch, wahrscheinlich auch nächste Woche werde ich nach Füssen fahren. Und da brauche ich viel Kraft mit meinem vielen Gebäck. Aber jetzt bin ich hier. Das ist schon mal ja geil. Kletterfreunde, das letzte Mal sind hier so vor mir auf der Wand hier hochgeklettert. Sieht man auch ein bisschen von hier, also ein bisschen pfadähnlich hier an der Seite. Also für Kletterfreunde ist diese Gegend hier nicht schlecht. Wer noch nicht die nötige Übung hat, hier kann man anfangen. Hier sieht man, wenn man aus der Gondel hier guckt, dann sieht man auch, dass einige hier so lang schon versucht haben zu klettern. In der Woche geht's besuchermäßig. So, ich komme jetzt langsam an mit Blick auf die Rosttrappe. Ja, da unten, da ist das Bodetal. Sollte man immer mal lang wandern. So, jetzt bin ich angekommen, Hexentanzplatz. In der Woche werden nicht so viele da sein, nehme ich mal an, weil der Weg, wurde mir gesagt, Himmelmenschen eigentlich, heute ist optimaler Tag, muss ich feststellen. Der Aufstieg hier zum Hexentanzplatz finde ich urisch bisschen so. Aber gut. Das haben sie ja extra abgeladen.
damit so aussieht. Naja, so werden wir weiterziehen Richtung Hexentanzplatz. Auf die Rostrappe. Das ist die Rostrappe, besucht von einigen Besuchern. Vielleicht kann ich das mal so ranzoomen. Laut Sage ist dieses Bodetal entstanden. Bodo hat eine Maid. Oh, jetzt bin ich unterbrochen worden, weil das ist selten. Etwas größeres Flugzeug. So, im Harz sieht man, hat man das selten. Passend. Aber ich habe mich unterbrechen lassen. Und diesen Klopper vom Flugzeug. Ja, Bodo hat eine Maid. Fährt auf dem Rostrappe und irgendwie ist da ein Abdruck zustande gekommen. Drüben auf der Rostrappe sieht man so einen kleinen Abdruck. Ich habe mal gehört, der ist über das Tal dahin. So macht sich das für mich plausibel. Weil wenn man da abspringt mit Pferd, groß muss es sein und dann hier den Abdruck hinterlässt. Der Sache nach. Da unten im Bodetal, zoome ich mal ran, ist Jungfernbrücke irgendwie. Wie das Gasthaus hier heißt, das weiß ich nicht. Weil ich hier nicht so gerne in Gasthäuser, außer vorhin. Ich habe einen Hunger hier. Super schön. Ich muss sagen, das ist eine gute schöne Sicht. Da sieht man zu einem Brocken. Bisschen im Dunst. Aber angenehm. Da verschlägt es mich heute nicht hin. Ich habe erstmal genug von Burgenkäferwäldern. Die sind da im Brocken intensiv ausgeprägt. Da geht's hier noch. Na, des Hexentanzplatzes finde ich ist ja die beste Aussicht. Darüber könnte ich, aber das ist zu gefährlich, wie man sieht. Aber eine schöne Rundumsicht, würde ich so behaupten. Da ist der Hexentanzplatz. Aber ich muss sagen, wer heutzutage wegen den Figuren oder wegen diesem Haus, was auf dem Kopf steht, auf dem Hexentanzplatz hoch möchte, der kann Sinn lassen. Baumaßnahmen seit vorher ohne Ende. Ich glaube, die bauen dann eine Stadt. Habe ich so den Eindruck. Das ist die Seite hier angenehmer. Ausgeschmackssache. So, das war mein Besuch auf dem Hexentanzplatz. Ich war mit so einer Kunde runterfahren. Weil ich auf dem Hexentanzplatz war, habe ich jetzt vor, zur Teufelsmauer zu gehen. Bis dahin. Das ist mal schön. Jetzt bin ich an dieser Mauer von dieser Fliehburg, die so um 750, nee, 550 vor Christi wurde das, also das sind so auf dem Hexentanzplatz die ersten Zeugen menschlicher Bebauung Sachsenweih genannt. Hier ist ein so kleiner Weg. Wenn man in Richtung Walburgishalle geht, dann sieht man diesen Wall. Heidewall auch genannt oder Teufelsmauer. So, ich werde aber mal weiter gucken.
weil ich glaube, hier komme ich und so bei Burgeshalle. Bevor ich zum Teufel gehe, muss ich die noch besuchen. Nicht schlecht gemacht. Odin, fällt mir da so ein. Ich habe da keine Ahnung. Die Walburgeshalle, da gibt es dann hier so die Walburgesgrotte. Überall muss man Eintritt bezahlen. Ich bin nicht so Fan davon, dass ich da... Aber egal. Aber hier ist noch eine schöne Aussicht, wie ich so feststellen muss. Teufelsmauer, da möchte ich hin. Hat man eine gute Aussicht auf die Teufelsmauer von hier. Das ist der Aussichtspunkt. Etwas von der Walburgeshalle, so ca. 50 Meter. Das sieht man, wenn man vor der Walburgeshalle steht, linker Hand. Und da möchte ich jetzt hin. Zu dieser Teufelsmauer. Ein Stückchen weiter links. Da geht es weiter. Teufelsmauermäßig. Da gibt es einen Orakelstein etc. Nicht mehr sehen. Ernst-Wachler-Felsen, genauer gesagt, ist das. So ist es, das Rad hier oben. Schwungrad. Ist angenehm. Bei dem Wetter wunderschön. So, jetzt fahre ich wieder runter Richtung Teufelsmauer und nehme noch so ein paar Eindrücke hier mit von dieser Seilschwebebahn. Zack, Tür zu. Kann nichts mehr passieren. Schöner Schwung und eine Aussicht. Finde ich immer wieder gut. Ausblick. Den kann man jedes Mal aufs Neue genießen. Da ist dieser Felsen, wo ich eben war. Jetzt sind mehr Leute. Habe ich Glück gehabt. Diesen erreicht man an der Walburgeshalle. Eine Seilbahn ist eigentlich eine schöne Erfindung. Warum das nicht in mehreren Großstädten gemacht wird, das verstehe ich nicht. In einigen Städten weiß ich, gibt es das. Wuppertal, ja gut, das ist eine Schwebebahn, aber es ist auch ein gutes Konzept, so in der Luft, bei immer höheren Verkehrsaufkommen. Ja, das ist die Spielinsel. Das ist ganz angenehm, finde ich, für Kinder. Für Erwachsene, naja, ist klar. Das Schöne ist, man ist in der Woche, ist es so leer. Da ist man immer alleine, immer Gondel. Ich weiß nicht, wie es am Wochenende ist. Das ist das erste Mal diese Spielinsel. Da kann man einige Fahrgeschäfte machen. Hier, da fährt man mit einer Gondel, dann ist da hinten eine Schaukel. Ist das? Hier ist auch irgendwie, da geht's hoch. Da wird man irgendwie wie eine Wippe und dann geht's da ins Wasser. Aber heute ist so wenig los, ich habe es noch nicht in Aktion gesehen. Und hier rechter Hand, das ist die Bode. Die fließt hier lang, erscheint gleich unter mir. Das ist eben das Schöne. Von hier oben kann man schön
alles. Das Glas ist noch nicht so zerkratzt. Und es sieht dann weiter dort so ins Boot da. Oh, das habe ich vorhin schon erzählt. So, das war erst einmal die Eindrücke von einer Fahrt auf den Hexentanzplatz, wo keine Hexe tanzte, aber der Teufel los war. Na, mal sehen, ob ich das schaffe, Teufelsmauer. Bis dahin. Minigolfanlage. Auch mal interessant. So von oben. Die ist natürlich ein bisschen schön gemacht. Ich bin unterwegs auf diesen Rundwanderweg. Königstein nennt er sich. Der geht immer rundherum um die Teufelsmauer. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, von oben, also hinter der Mauer von hier aus zu sehen, hat man eine gute Aussicht auf einen schönen Blick auf Wederslehm hat man von oben. Aber ich habe mich mal entschlossen, die Teufelsmauer zum Runden, jedenfalls einen kleinen Teil. Soweit ich weiß, zieht die sich über 20 Kilometer. Nicht so intensiv wie hier. Da gucken immer mal so kleine Felsnadeln raus. Und bei dem Wetter da zu wandern, kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich mache das heute nicht, aber ich höre meine Freunde die Wanderfalken. Deshalb bin ich eigentlich hier runtergegangen. Aber ich höre sie eben. Das ist diese Pärchen, wie ich gesehen habe. Und die sind immer in Aktion. Jetzt sind sie weg. Naja, kann man nichts machen. Ist so. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Hexentanzplatz, Teufelsmauer, teuflisch gut. Mit Hexen und Teufeln haben wir heute zu tun gehabt. Und es war ganz gut. Das Wetter ist sagenhaft. September. Ich staune. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Auf dem Rückweg von der Teufelsmauer hier anfassen. Ist auch immer schön, so nah. Mein Freund. Ja, gut, alles klar. Keine Fotos heißt das. Oh, jetzt bist du aber groß. Ich habe aber nichts zu fressen. Und du hast ja hier noch mit deinen Kumpels. Der nächste. Guten Tag. Ja, was unterhalten wir uns? Die Fliegen war schlimm. Aber ich kann jetzt hier nicht die Fliegenklatsche spielen. Tja, mit diesen drei Tieren verabschiede ich mich jetzt endgültig. Der ist der cleverste, steht im Schatten. Hier hinten, dieser Freund. Heute ist schön warm. Die haben ja Lehm, die werden gefüttert. Wie alt sind die, wenn ich fragen darf? Meine, aber das Grundstück hier ist unser, die kommen immer zum Abhüten. Das ist doch wunderschön. Ja. Wo ist Denker Nummer 1? Du bist Denker Nummer 1. Ja, du gönnst wieder den anderen nicht. Ja, zu viel dürfen wir auch nicht. Ja. Auch Gras und so darf man nicht. Da gibt es eine gewisse. Ja. Habe ich mal mitgekriegt. Ja. Bei uns war mal ein Zirkus und den wollte ich Gras sehen, der ist fast ausgerastet. Oh, nein.
wo ich da hin so, ja, da kam gleich raus, da hat gesagt, hier, da können die krepieren. Ja, ich sage, also nur gut. Also ich habe auch schon von frischen Ablimetes, aber großes, hochgestellt und so. Na ja gut, da dürfen sie mal ein bisschen, aber das ist wie bei uns, wenn zu frisch, dann ist das wie Blähungen. Genau, so wurde mir das ja, auch erklärt. Ja, das darf nicht sein. Nee, nee, das sind doch immer. Wenn ich immer sage, Mensch, ich habe doch so viel Gras hier zum Abnehmen. Nee, sagt er, das geht. So dürfen sie das ja. Das ist auch kurios. Gemähtes Gras, das wird ja nicht. Und hier, das können sie fressen. Ja, das ist wahrscheinlich trocken noch. Oder? Aber da begreift man auch, warum die Schilder überall stehen bei allen nicht Tieren. Füttern, genau. Ja, soll man. Ja, ja. Das ist ja so, so im Menschen veranlagt, ja, ja, so Tiere einfach zu füttern. Aber ich weiß, wie wir das dürfen. Da habe ich eben gerade beim Nachbarn noch ein paar geholt. Ja. Und das ist der Chef, das sind hier alles kastriert. Das ist der Chef. Da sind alles drei Herren, aber kastriert. Die sind schon. Oh. Alle drei kastriert, naja. Ja. Was soll ich da sagen als Mann? Ja, aber ja, gut. Irgendwie zum Zug. Die haben nur ihr Auslauf. Ja, die haben ein schönes Leben und sind doch auch kugelrund. Würde ich auch sagen. Die sind gut genährt, dies Jahr zumal. Ja, Winter wird schlimmer, aber da kriegt er Heu. Aber jetzt. Naja, das geht jetzt. Ich hab doch noch schön schnuppen. Oh, ja, lass keinen ran. Wie so? Ja, ja. Bist du Bauchschmerzen, Christian? Ja. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.